Jetzt in Kripo Live. Eine Frau wird Opfer von sexueller Belästigung. In diesem und weiteren Fällen bittet die Polizei um ihre Hinweise. Dazu später mehr. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zunächst zu einem anderen aktuellen Fall nach Sachsen. Im Vogtland versucht die Polizei, den Fund einer Babyleiche aufzuklären und ist dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. Die Weiße Elster bei Liebau. Inmitten dieser Idylle finden Spaziergänger am Mittwochmorgen dieser Woche in Ufernähe einen toten Säugling. Sie informieren die Polizei. Der Fundort befindet sich auf einem abgelegenen Wanderweg westlich von Liebau, einem Ortsteil von Pöhl. Ganz in der Nähe, etwa 300 Meter entfernt, ist die Burgruine Liebau. Beamte der Polizeidirektion Zwickau übernehmen die Ermittlungen. Sie wollen vor allem die Identität des toten Säuglings klären und herausfinden, was geschehen ist. Zum Beispiel, ob das Kind tot oder lebendig abgelegt wurde. Erschwert werden die Untersuchungen dadurch, dass der Leichnam offenbar schon längere Zeit im Wald lag. Dadurch hat der Verwesungsprozess eingesetzt. Für die Obduktion zuständig ist das Institut für Rechtsmedizin Gera Zwickau. Erste Ergebnisse liegen inzwischen vor. In Zwickau sind wir mit Polizeikommissar Christian Schünemann verbunden. Herr Schünemann, die ersten Obduktionsergebnisse liegen vor. Was können Sie uns dazu sagen? Ja, die rechtsmedizinischen Untersuchungen haben bislang ergeben, dass es sich bei dem aufgefundenen Leichnam um einen kleinen Junge gehandelt hat. Aussagen zum Alter und zur Todesursache konnten bislang noch nicht getroffen werden. Gibt es schon Erkenntnisse, wie das Baby starb? Aufgrund des hohen Verwesungsgrades an der Leiche konnte aktuell noch nicht geklärt werden, wie alt das Kind war, als es starb und woran es genau gestorben ist. Da spielt sicherlich auch die Umgebung, die Liegesituation und natürlich auch die Witterung der letzten Tage da eine Rolle. Was bedeutet das für die weiteren Untersuchungen? Ja, am Baby selber werden noch Untersuchungen durchgeführt, auch von Rechtsmedizinern. Da wird zum Beispiel DNA-Proben noch genommen, es werden Gewebeproben genommen und es werden Untersuchungen zur Liegesituation vorgenommen, um dann letztendlich darauf zu kommen, wie das Baby dorthin gekommen ist und was genau geschah. Können Sie uns noch etwas dazu sagen, wie die Leiche aufgefunden wurde? Ja, der Leichnam des kleinen Jungen wurde auf einem Weg oder in der Nähe eines Weges am Ufer der Weißen Elster aufgefunden, aber unbegleitet. Und jetzt müssen natürlich die Rechtsmediziner und die Kollegen der Kriminalpolizei klären, wie genau da hingekommen ist, was genau geschehen ist. Sagt Polizeikommissar Christian Schünemann in Zwickau. Wir haben das Gespräch vor unserer Sendung aufgezeichnet. Die Polizei fragt nun, kennen Sie eine Frau, die vor kurzem noch schwanger war, jetzt aber kein Baby hat? Oder haben Sie jemanden am Fundort gesehen, der sich auffällig verhalten hat? Die Babyleiche wurde westlich von Liebau auf einem entlegenen Wanderweg abgelegt. Sachdienliche Hinweise an die Kripo Zwickau bitte unter 0375 428 4480. Sommer, Sonne, Eis, das ist das Geschäft von Gerd Helmchen. Doch in seinen Imbiss in einem Freibad bei Grimma wurde eingebrochen. Die Täter hatten es auf das Herzstück seines Ladens abgesehen. Aufgebrochene Türen, eine zerstörte Kasse. Und wo die Eismaschine stand, ist eine Lücke. Als ich die Stelle das erste Mal gesehen habe, rutschte mir das Herz in die Hose. Und ich wusste genau, was die Stunde geschlagen hat. Eismaschine weg, Umsatz weg. Also schwierige Situation für uns. Der kleine Laden von Gerd Helmchen befindet sich am Eingang des Muldentalbades Kleinboten. Er ist alleinerziehender Vater eines Sohnes und betreibt den Imbiss seit 2018. Er hat zwei Angestellte. Der Kiosk läuft, vor allem sein Softeis ist sehr beliebt. Die Softeismaschine bzw. die Softeisproduktion ist extrem wichtig für den Imbiss hier. 50% des Gesamtumsatzes dieses Imbisses wird mit Softeis erzielt. In der Nacht vom Freitag, dem 17. zu Samstag, dem 18. Juli 2020, brechen mindestens zwei Personen die Tür zum Imbiss auf.
Offenbar haben sie es auf die Softeismaschine von Gerd Helmchen abgesehen. Nachdem sie die 500 Kilogramm schwere Maschine von Strom und Wasser getrennt haben, transportieren sie das Gerät zur Hintertür. Die Täter müssen ein größeres Fahrzeug dabei gehabt haben, um die Maschine abzutransportieren. Anscheinend unbeobachtet verladen sie die Eismaschine und verschwinden. Die Täter haben auch die Kasse aufgebrochen. Insgesamt entsteht ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Eismaschine ist ein Schaden von wenigstens 20.000, 25.000 Euro. Wechselgeld war nicht viel. Wir sind da schon sehr vorsichtig und lassen nicht so viel Wechselgeld drin. 20 Euro, 30 Euro. Der Tatort. Das Freibad Kleinboten bei Grimma. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit Profis waren. Wir gehen davon aus, dass die Täter die Tat geplant haben. Sie müssen Einbruchswerkzeug dabei gehabt haben und sie mussten wissen, was sie stehlen wollen. Denn die schwere Softeismaschine trägt man nicht davon. Da braucht man ein Fahrzeug, was man im Vorfeld organisieren muss. Wer stiehlt eine Softeismaschine? Eine Frage, der natürlich auch die Ermittler nachgehen. Was die Täter zur Tat bewogen haben könnte, ist reine Spekulation. Möglicherweise waren die Täter auf Geld hinaus, das heißt, sie wollten die Eismaschine verkaufen. Oder ein anderer, der sie nutzen wollte, hat den Auftrag zum Diebstahl erteilt. Gerd Helmchen musste sich schnell Ersatz besorgen, denn das Fehlen der Softeismaschine wäre existenzbedrohend. Ich habe nach Vergehen des ersten Schockes am Samstag gleich verschiedene Mitwettbewerber, befreundete Mitwettbewerber kontaktiert und habe über Kontakte eine Maschine nördlich Berlin von Brandenburg gefunden, habe die Maschine auch direkt hierher geholt. Das Geld für die neue Maschine musste er sich leihen. Gerd Helmchen hofft aber, dass seine alte wieder auftaucht. Ich habe mir überlegt, ich werde 500 Euro Belohnung und eine Jahreskarte, Familienjahreskarte für nächstes Jahr als Belohnung aussetzen für Wiederfinden der Maschine bzw. für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters und zum Wiedererfinden der Maschine führen. Ist Ihnen zwischen Freitag, dem 17. und Samstag, dem 18. Juli, am Muldentalbad Kleinboten etwas aufgefallen, das mit dem Einbruchdiebstahl in Zusammenhang stehen könnte? Das Bad befindet sich in der Nähe von Grimma an der Mulde. Haben Sie die Täter vielleicht beim Verladen der Eismaschine beobachtet oder wurde Ihnen eine Softeismaschine zum Kauf angeboten? Wenn Sie Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an die Kripo Grimma unter der Telefonnummer 03437 7089 25100. Nach dem Fund eines Toten in einer Leipziger Parkanlage geht die Polizei jetzt von einem Tötungsdelikt aus. Bislang ist das Opfer nicht identifiziert, deshalb veröffentlichten die Beamten ein Foto des Toten. Seine Leiche wurde am Donnerstagmorgen im Inselteich im Clara-Zetkin-Park gefunden. Der Teich befindet sich ganz in der Nähe der Sachsenbrücke. Das ist ein beliebter Treffpunkt in Leipzig. Wer kennt diesen Mann? Wer hat ihn am vergangenen Mittwoch, 5. August oder an den Tagen zuvor im Leipziger Zentrum, eventuell auch im Bereich des Clara-Zetkin-Parks gesehen? Nochmal, der Mann ist 50 bis 65 Jahre alt, 1,68 Meter groß, hat grünbraune Augen. Auffällig sind Pigmentstörungen der Haut an den Unterarmen und den Hüften. Markant an der Bekleidung des Toten war ein olivfarbenes T-Shirt mit den Aufdrucken Helfen 2017, Reformation 2017. Der Mann trug graue Schuhe mit weißer Sohle der Marke Streetwear. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Leipzig, Telefon 0341 966 46666. Die Sprecherin des thüringischen Innenministeriums, Anne Bressem, ging Anfang dieser Woche in eigener Sache an die Öffentlichkeit. Sie war Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Sonntag, 2. August 2020. Es sind milde 22 Grad an diesem Tag in Sondershausen. Die folgenden Ereignisse haben wir mit einer Komparsin nachgestellt.
Anne Pressem will an diesem Vormittag zwei Runden im Schlosspark Sondershausen laufen. Sonntags sind normalerweise nur wenige Menschen im Park unterwegs. Doch an diesem Morgen ist es anders. Die 37-Jährige bemerkt einen Fahrradfahrer, der anscheinend im Park seine Runden dreht. Der Mann fährt mehrere Male an ihr vorbei. Dann nähert er sich plötzlich von hinten und schlägt ihr auf das Gesäß. Das Opfer hat, als sie gemerkt hat, dass ihr jemand an das Gesäß fasst, sofort ihren Lauf gestoppt und hat mit wirklich betonender Stimme, mit bestimmender Stimme gesagt: Stopp, so weit und nicht weiter. Es kommt zu einem Wortwechsel und zu einer Rangelei. Anne Bresem versucht sich zu wehren. Das Opfer hat den Täter weggedrückt mit einer Bewegung. Ja, und das war die Handlung, die dem Täter letztendlich dazu veranlasst hat, die Flucht zu ergreifen. Sexuelle Belästigung ist kein Einzelfall. Deshalb sollten Frauen wissen, wie sie in solch einer Situation richtig reagieren. Es gibt zwei, drei Punkte, die man beachten sollte, wenn einem tatsächlich so etwas widerfahren sollte. Nicht in diese typische Opferrolle verfallen, wo ich auch die Haltung entsprechend annehme. Wenn es möglich ist, auch auf Armlänge, auf Abstand halten, auch ruhig den Arm dafür einsetzen. Schauen, ob möglicherweise andere Leute in der Nähe sind, dann gezielt diese Leute ansprechen. Anne Bressem ist jetzt bei uns im Studio. Ihnen ist das Ganze widerfahren am vergangenen Sonntag. Herzlich willkommen. Zunächst wollten Sie den Fall gar nicht zur Anzeige bringen. Warum nicht? Also Sie können sich vorstellen, ich war für den Moment noch sehr geschockt, sehr aufgeregt. Ich wollte auf dem schnellsten und kürzesten Weg nach Hause zu meinem Mann in Sicherheit. Mhm. Was hat Sie bewogen, dann doch Anzeige zu erstatten? Am Ende das Gespräch mit meinem Mann, der ja gar nicht viel Diskussionsraum gelassen hat, der gesagt hat, nein, du machst das jetzt sofort, denn am Ende zieht er dir das nächste Mal vielleicht einen Stein über den Kopf oder zieht dich ins Gebüsch, und das hat gesessen, das hat gewirkt. Ja. Mhm. Und Sie sind dann auch zur Polizei gegangen, umgehend, und haben es dann im nächsten Schritt auch noch veröffentlicht, weil Sie das Datenblatt, was man bekommt, Merkblatt für Opfer von Straftaten, tatsächlich online gestellt haben. Ja. Mit welchen Reaktionen mussten Sie dann umgehen? Also sehr unterschiedlichen Reaktionen, mehrheitlich großer Zuspruch, vor allen Dingen auch von Frauen, die mir ja gesagt haben, das ist ganz wichtig, dass du das machst, weil ich denke, viele Frauen schon viele Situationen erduldet haben, ohne das irgendwie kenntlich zu machen. Insofern gut, aber es gab auch Hass, Häme und Hetze. Ja. Mhm. Haben Sie damit gerechnet, dass es auch solche Reaktionen gibt? Ja, damit habe ich gerechnet. Also Sie haben sich bewusst in die Debatte begeben, um etwas zu bewirken. Ja. Sie haben ja resolut reagiert in der Situation. Sie haben auch die Hürde überwunden, Anzeige zu erstatten. Mhm. Was können Sie Frauen mitgeben, die möglicherweise an dieser Hürde scheitern? Also tatsächlich vielleicht ganz kurz in sich zu gehen und diese körperliche Abwehr. Also mein Schreien hat gewirkt, das hat den erschreckt. Dann habe ich ihn weggeschubst und auch noch ein paar Schimpfworte hinterhergebrüllt. Der ging zwar selbst nicht dann sofort aus der Situation, aber das hat ihn für den Moment etwas irritiert und das hat geholfen. Mhm. Das wäre mein Tipp. Ja, Plädoyer wäre auch ganz eindeutig, wirklich zur Polizei zu gehen. Unbedingt. Um damit auch sozusagen Verfolgungsdruck aufzubauen. Unbedingt. Und in Ihrem Fall war es ja sogar erfolgreich. Ja. Es wurde Ihnen ein Tatverdächtiger präsentiert und dann gegenübergestellt. Wie ist das abgelaufen? Ja, tatsächlich jetzt jüngst erst am Freitagmorgen. Mir wurden ungefähr 10 Bilder vorgelegt und auf dem letzten oder vorletzten Bild habe ich den Täter auch sofort erkannt. Der sah zwar ein klein wenig verändert aus, er hatte andere Haare, aber seinen Blick, seine Augen habe ich sofort erkannt. Ja. Das heißt, es gibt dann Prints oder es gibt Fotos am Computer und Sie haben dann auch genügend Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, die Polizistin hat mir Zeit gelassen, um auch meine Reaktion zu sehen, und das waren Bilder auf Kopien waren das. Ja. Mhm. Lässt also aus Ihrer Sicht keinen Zweifel. Nein. Und obwohl das so ist und ein Tatverdächtiger gefasst und von Frau Bressem erkannt wurde, sucht die Polizei Zeugen, die sie am 2. August in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr im Schlosspark in Sondershausen aufgehalten haben und Aussagen über den Vorfall machen können, um die Beweislage zu erhärten. Vielen Dank, Anne Bressem. Vielen Dank. Und Kripo Live Kompakt beginnt jetzt mit einem vermissten Fall aus Sachsen. Eibenstock.
Gesucht wird Lutz K. aus Eibenstock im Westerzgebirge. Der 59-Jährige verließ am 29. Juli seine Wohnung und kehrte seitdem nicht zurück. Lutz K. ist etwa 1,80 Meter groß und hat kurze, braune Haare. Ihre Hinweise bitte an das Polizeirevier Aue unter 03 771 12 0 oder jede andere Polizeidienststelle. Eilenburg. Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem tödlichen Verkehrsunfall am Vormittag des 10. Juli 2020. Von der Straße Kornmarkt aus biegt die 28-jährige Fahrerin eines VW T5 an dieser Kreuzung in Richtung Marktplatz ab. Kurz nach der Einmündung übersieht sie eine 79-jährige Fußgängerin, die gerade von der gegenüberliegenden Sparkasse aus die Straße überquert. Die Frau wird schwer verletzt und verstirbt noch an der Unfallstelle. Damit wir den Unfallhergang genau ermitteln können, suchen wir dringend nach Zeugen. Es wird insbesondere nach den Zeugen gesucht, die Angaben zum Verhalten der Fußgänger machen können. Das bedeutet, wann und wie ist die Fußgängerin auf die Straße gegangen und wie hat sie sie überquert. Zudem suchen wir Zeugen, die Angaben zum Verhalten der Pkw-Fahrerin machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Verkehrspolizei Leipzig unter der Telefonnummer 03 41 255 29 10. Freiberg. Mindestens 4 Männer dringen am Abend des 8. Dezember 2019 in ein umzäuntes Firmengelände ein und stehlen etwa 2 Tonnen Buntmetall. Die Diebe wickeln die Baustromkabel von den Kabeltrommeln im Außenbereich des Geländes. Anschließend transportieren sie die Kabel wahrscheinlich mit einem größeren oder mit mehreren Fahrzeugen ab. Wert der Beute etwa 2000 Euro. Tatort ist ein Firmengelände an der Straße am St. Niklas-Schacht in Freiberg. Haben Sie die Tat beobachtet oder erkennen Sie die mutmaßlichen Kabeldiebe? Ihre Hinweise bitte an die Polizei Freiberg unter der Rufnummer 03 731 700. Auch wenn man kein Motorradfan ist, lässt sich nachvollziehen, wie viel Herz an einem Fahrzeug hängt, das man mühselig in vielen, vielen Stunden restauriert hat. Umso schlimmer muss es einen treffen, wenn solche Liebhaberstücke gestohlen werden. Diese Simson S50 im Oldtimer-Zustand ist Familie Heid noch geblieben. Zwei andere Maschinen sind seit dem 13. Juli 2020 verschwunden. Sowohl in den Tagen davor als auch danach haben wir gehört, dass im Nachbarort oder auch in der Region Schmalkalden-Meining einige Motorräder weggekommen sind. Familie Heid wohnt am südlichen Stadtrand von Bad Salzungen. An dem Abend steht im Carport ein VW-Bus. Kaum einsehbar stehen hinter dem Bus diese generalüberholte Suzuki DR650 und die blaue Simson S51 im Bestzustand. Unser Junior kam um 12:30 morgens nach Hause. Wir waren als Eltern noch wach bis um 1 etwa. Da war der letzte Gang ins Bad, dann sind wir ins Bett gegangen. Und bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr habe ich geschlafen. 13. Juli 2020. Irgendwann zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nachts kommen die Täter. Wie sie wissen konnten, dass in dem Carport die wertvollen Sammlerstücke stehen, ist unklar. Die Suzuki und die Simson S51 sind mit Lenkerschlössern und zusätzlich mit Ketten gesichert. Die Polizei vermutet, die Unbekannten müssen die Kräder aus dem Carport getragen haben. Dabei wiegt die Suzuki immerhin knapp 180 Kilogramm. Auf der Straße verladen sie die Maschinen wahrscheinlich auf ein Fahrzeug. In welche Richtung sie dann den Tatort verlassen, ist bisher nicht bekannt. Ich stehe so gegen 4:45 auf. Bin dann auf Toilette gegangen, Zähne geputzt, angezogen, Frühstück gemacht. Und etwa gegen 5:45 bin ich losgefahren. Und beim Einsteigen ins Auto stellte ich fest, im Carport fehlen 2 Motorräder. Mir sind die Beine kalt geworden, Gänsehaut. Erst habe ich gedacht, habe ich es woanders hingestellt. Aber dann war ziemlich schnell klar,
Hier ist was schiefgelaufen. Im Carport stand in der Nacht auch diese Simson S50. Sie ist nicht so gut erhalten und restauriert und deshalb auch nicht so viel wert wie die gestohlenen Maschinen. Möglicherweise ließen die Täter sie deshalb stehen. Am Tatort selbst sind keine Spuren gesichert worden oder konnten keine Spuren gesichert werden, weil die Motorräder im Ganzen entwendet wurden. Moped-Diebstähle sind keine Seltenheit. Es gibt tatsächlich in der Umgebung immer mal wieder Taten, in denen Motorräder bzw. Mopeds entwendet werden. Ob da Zusammenhänge bestehen, wird gegenwärtig geprüft. Dazu kann auch keine Aussage getroffen werden. Am 14. Juli 2020, einen Tag nach dem Diebstahl, meldet sich ein Mann bei der Polizei. Er hat das Kennzeichen der gestohlenen Suzuki gefunden. Das Schild lag in der Straße Schöne Aussicht in der Nähe des Bahnhofs Zella-Mehlis. Der Fundort liegt allerdings knapp 60 Kilometer vom Tatort in Bad Salzungen entfernt. Der Zeuge hat das Kennzeichen des Motorrades der Polizei gemeldet und auch abgegeben. Und die Polizisten haben es spurentechnisch untersucht und konnten DNA-Spuren und Fingerabdruckspuren sicherstellen. Der Wert der gestohlenen Maschinen liegt bei ca. 6.000 Euro. Hans Heidt und sein Stiefsohn Marius versuchen selbst, die zwei Räder zu finden. Sie haben Suchmeldungen in den sozialen Medien geschaltet und durchforsten regelmäßig die einschlägigen Verkaufsportale. Also der Markt für Mopeds ist definitiv groß. Der Wert ist gestiegen in den letzten Jahren ins Ermessliche, Unermessliche. Ich kann mir vorstellen, dass das Moped zerlegt wird und auch das Motorrad, weil eben auch die Fahrzeugpapiere noch hier in meinem Eigentum sind. Ein Motorrad kriegt man schlecht verkauft, ohne Papiere, Moped schon besser. Ich hoffe, dass es noch in einem Teil ist und die Chancen für eine Wiedererkennung durch uns oder jemand anderen gegeben ist. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen, denen die Suzuki oder die S51 im Umfeld von Bad Salzungen oder Zella-Mehlis aufgefallen sind oder denen Einzelteile angeboten wurden, die zu den beiden Maschinen gehören könnten. Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Bad Salzungen. Telefon 036 95 55 10. Am vergangenen Sonntag haben wir uns intensiv mit einem Übergriff auf eine Zugbegleiterin in Sachsen befasst. Die Fahndung hatte rasch Erfolg. Ein 19-Jähriger und ein 16-Jähriger haben sich gestellt. Tatort ist die S-Bahn-Station Leipzig-Leutsch. Eine Gruppe von etwa 10 Jugendlichen diskutiert kurz nach Mitternacht mit der Zugbegleiterin. Einige der jungen Leute haben keinen gültigen Fahrschein. Die Bahnmitarbeiterin fühlt sich bedrängt, wie sie im Kripo-Live-Interview schildert. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ihr steigt jetzt aus. Und ich habe mich sehr unwohl gefühlt, weil dann halt eine relativ große Gruppe an einer Tür mit mir stand, sodass ich mit auf den Bahnsteig gegangen bin, dass ich aus der ganzen Situation erst einmal fliehen wollte. Dann eskaliert die Situation. Erst bespuckt ein Jugendlicher die Zugbegleiterin. Kurz darauf tritt ihr ein anderer mit voller Wucht gegen den Kopf. Die Frau bleibt verletzt zurück. Die Jugendlichen flüchten. Nach dem Fahndungsaufruf am vergangenen Sonntag in Kripo Live und in anderen Medien wächst offenbar der Druck auf die Angreifer. Wir haben eine positive Meldung. Die Hauptverdächtigen haben sich bei uns gemeldet. Und das Positive ist, wir haben sie wirklich auch zweifelsfrei identifizieren können dazu. Zu den Gründen, warum sie es getan haben und wie sie gerade drauf waren, haben sie sich in der Vernehmung nicht eingelassen. Im Fall einer Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung droht dem Haupttäter eine Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren. Informationen und Telefonnummern zu den aktuellen Fällen finden Sie auf der Kripo-Live-Homepage und im MDR-Text Seite 377. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Am kommenden Sonntag melden wir uns zur gewohnten Zeit wieder. Guten Abend.